Hey, welkom Tim Tabzinje. We freuen ons dat u eingeschaltet hast van deel hier. En we mochten einfach met die Tipp God loven en prijzen am Leider zingen en van am Leren. So, du bist eingeladen met te merken.
Du bist der höchste Hoheit über die ganze Erde. Du bist der Hohe über alle Erde. Du bist der höchste Hoheit über die ganze Erde. Du bist der Hohe über alle Erde. Die Feuertiere und die 24 Ältesten schwerdert lahm dol. Da hält jeder eine Hoop in eine goldene Kamm voll Werrück in der Hand, wo die Helge ihre Gebeter bannen wäre. Und die singen ein Nied Leut und sehde: Du bist im Stern, dort Birk zu nehmen und die Seele aufzumerken, willst du wirst, deutsch gemerkt werde. Und Justin Blöthan, du mit für Gott von allem Menschen stamm, in Sprüche, in Fälscher, ein Falsch für sich zu schäupen. Und hast von Anchenix, in Priester gemerkt, unseren Gott zu deine, in Säusale ob die Erde regiere. Dann schickt euch, in hier, um den Thron, in der Feuertiere in der Ältestasch eine Stamm, in tiendüsende Mol, tiendüsend, in düsende Mol, düsend Engel, die singen mit lüde Stamm, dort Lohm, dort deutsch gemerkt wir, es dort wird, Kraft, in Reichtum, in Weisheit, in Gewalt in ihr zu nehmen, in die Luft, in die Dank zu werden. Dann hier euch alles, was im Himmel, in ab ihr, in unter der Erde, wort ab dort mehr und im Meer gemerkt es sei. Dem, der ab den Thron sitzt und dort Lohm traft in alle Ewigkeit, allen Dank in ihr in Herrlichkeit und Gewalt. In die Feiertiere sehde Amen. In die 24 Ältesten volle Hand und bete den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Man im Himmel sei gesungen worden und sei gelobt worden. Warum lobst du dich mit uns? Ab ihr. Stell mir hier an, wenn sie direkt haben hier angefangen. Sie direkt warst hier. Vielleicht wollen wir uns nicht vermenschen, einfach uns auszudrücken, wie es dann preacht zu werden. Aber wenn wir wirklich daran denken, was die Himmelschaft wurde für uns zu tun hat, dass er würdig geworden ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist,
dass er im Himmel sei, dass das Lohn wir das Einzige, was er würdig wird, das Bier gut zu merken. Dann werden wir am Dach loben. Oh, how will you feel?
Von der Oleva, Teuhira, Teuchetja, wo immer du die befängst, möchte ich dir meinen ganz tiefsten Wunsch äußere, dort erst dort Menschen, die Jesus nicht kann, der Jesus in Wort geraten werden können, aber auch dort Menschen, die Jesus kann, der ich sein Wort von der Wort von der Könne ermutigt wurde, nie Hupning schaffe, nie Kraft im Glaube fährweich zu gehen. Wir sind in einer Zeit in der Menschengeschichte, wo ich glaube, dass uns das Wort Gottes viel mehr Sinn merkt, als vielleicht ein Zeit lang drei. Wo wir dort heute nur erleben, wann Sachen sich erfallen, was im Wort Gottes geschrieben sind, und wo uns Sachen einfach Sinn merken. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, ob er sich getreust, ich habe die Welt gewonnen. Für mich persönlich, mir hat das viel mehr Sinn, die Farge von dir aus Tio. Nachdem das, was wir erlebt haben, der ich dort ab ein ganz paar Sachen, die sich erjäuven anfangs Jahr, was mit diesem bekannten Covid zu tun hat, sich weltweit eine Angst verbreitet hat, die die Menschen weit gelähmt hat. Doch Jesus sagt, diese Welt habe ich gewonnen. Ich habe nicht euer Gedanken, was können sein wirklich in der Welt dort mir Angst geben können. Wie zumindest, da wir hier in diesem zentralen Chaco leben, ich glaube, ich habe so ein ruhiges Leben, dass wir eigentlich gar nicht weiter, was dort meint, wirklich Angst zu haben. Doch du kommst immer weiter dort verdient, dass wir Glauben haben, die wir an Christus glauben, und dass die Glauben uns zu einer Hoffnung bringt. Wie kann ein Hoffnungsfall leben? Und hier war dort, weil ich von der auch ein bisschen mit dir nur denke, dem Glauben an Christus zu haben, und der Glaube, der mit sich Hoffnung bringt. Und ich glaube, dass wir die beiden Sachen nicht voneinander trennen können. Glaube ohne Hoffnung würde mir nicht viel Sinn merken, doch Hoffnung ohne ein Glaube, glaube ich nicht viel mehr. Für mich befehle, ein von der anderen Tränen, wurden ein Ansinn sein. Die Bibel, die lehrt uns, weil wir uns mit Glauben beschäftigen sollen und was Glauben in uns bewirken soll, was Glauben für uns sein soll. Für einen oder dem anderen ist es heute möglich, dass der Glaube auf eine hohe Prüfung gestellt wird. Du hast dort wichtig, dass wir weiter an wem glaube ich wirklich? Und wer ist dort an dem, was wir glauben? Damit, wie es Paulus dort sagt, mit einem Einstämmigen, ich weit an dem, an wem ich geläuft habe, weil es der ist fähig, der auf die Möglichkeit, dort, was er mir anvertraut hat, was am Tag zu bewahren, wann er was weiterkommt. So, am der Teufel sagt, er habe, mit wie am Channel lehren, und mit wie weiter, wer er ist. Das Glaube, der kann auf verschiedenen Orten Wiese, aber Prüfung gestellt werden. Ich war dort immer wieder an, auch besonders Menschen, die alle waren, die erleben dort immer wieder. Vielleicht bist du auch einer von denen, die dort schwurhaft dann wirklich noch an Gott zu glauben. Wenn sich viele Sachen doch gut so ergeben, als du die dort erwünschen hast, und die Schiene auch länger zu werden, und du fühlst die jeder Tag sinnlöser ab dieser Erde. Weil sie Körper Töpfschrumpe dort und die Kraft nur Leute, und du nicht gehört weißt, wo du hin sollst. Du fällst die Dala im Stich aus einer
lässt von anderen, als da du wirklich Christus leidlich merken kannst. Du darfst auf Jesus die Bereppe Freude merken, solange als du lebst. Und das ist im Glauben fast der Hölle. Und das, woran ich von dir auch zu dir was sagen möchte. Wie seine, dass selbst Thomas ganz Schwierigkeiten hat, wirklich zu glauben. Und als Jesus dann vom Tod abgestohlen wird, dann sagt Jesus Gott zu ihm, du glaubst, weil du die Seine hast. Doch seilig ist dein, der, wenn der auch nicht sieht, glaube das. Glaube in der Bibel hat immer mit dem aktiven Sinne zu tun. Immer, wenn ein Mensch an Jesus geläuft hat, dann sagt er zu ihm, komm und fall mir nur. So, wenn du sagst, dass du läufst, dann komm in da, wo du von mir sitzt. Dann komm in da, wo ich dir lehre. Dann geh in da, wo du von anderen bei mir nur falle sitzt. Wir können nicht sagen, dass wir glauben und nicht dönen. Kriegst du aus Hupning mit Glauben, Töpfhänge, der hängt auch ans Dönen, ans Falle, ans Gehorsam mit Glauben, Töp. So hat Hupning in der Bibel auch immer was mit Aktivsinnen zu tun. Wie wachte aktiv. Hupningsfallsinn. Hupning habe bedient nicht, ich hub, dass das Wort besser wurde, ohne dass ich dafür wollte. Wenn ich Hupning habe, dann sehe ich gereiht, zu meiner Hupning zu stunden und ich zu bekennen. Und go und fall oder handel dem nur, dass meine Hupning ist. Damit ich was erreichen kann. Um das wie ein bisschen verstehen können, wie das Wort Glaube ist, du hast im Hebräerbrief irgendwie eine sehr feine, klare Definition da, Eva, wo das so sagt im Kapitel 11, der Vers 1, der Glaube ist die Gewissheit. Allmal bloß Glaube habe, dann ist all eine Gewissheit in uns. Und wie seine doch dass für uns anscheinend immer war da angewass hätte für uns sind. Sache, die wir euch erklären können. Und wie sollen dort auch im Alten Testament, wo dat, Daniel dort all sagt im Kapitel 12, dort wird viel, viel weiter sein, dort weiter wird teilnehmen, aber ihr. Und doch wird das Menschenverstand, das Lehrer Kapitel 3 dort liert, niemals Gott sein Wörtchen, Gott sein Handeln erklären noch verstehen ich kann. Die waren nicht von ein, von Anfang an ein, was Gott tät, sein Handeln verstehen ich kann. Und wenn das wollte immer mehr tun haben, das ja wie seine. Wenn wir ein klein bisschen unsere Uhr abheben in der Welt von der und auch, würde es sind, das wollte von der Menschheit teilnehmen haben. Und das ja wie wahrscheinlich nicht gehen. Die ganze Elektronik, die ganze Technologie, alles, was sich so bosig und bosig entwickelt hat, das hat mit dem Weite vom Mensch zu tun. Und doch sagt es hier im Hebräer auch, dass uns Glaube, der vermittelt uns eine Gewissheit. In was für eine Gewissheit vermittelt uns die? Dass wir dort schreien wollen, ab was wir hub. Und es ein Nicht-Zweifeln an dort, was wir nicht sein können. Dort ist eine Sache, was sehr viele in unserem Leben gelehnt hat, hat wirklich auf der Probe gestellt worden. Wenn du das doch nicht sitzt, wenn ja, was du dann mit einmal abhieren, daran festzuhören. Irgendwann scheint das so an, weil uns das nicht merken, wenn wir nicht sein können. Aber das ist Glaube. Glaube ist die Gewissheit, dass wir dort schreien wollen, ab was wir hupen. Und dort ist ein Nichtzweifeln an dem, was wir nicht sein können. Wir kennen im 1. Petrusbrief, im Kapitel 1, einen Vers finden, wo Petrus uns ein bisschen darauf hinwiesen hat, woran hat unsere Hoffnung ihren Grund? Wenn wir eine Hoffnung haben, wenn wir einen Glauben haben, der Hoffnungsfall ist, was die Kriege von dort, was wir nicht sein können.
Petrus sagt uns dort, wo das Grund für die Hoffnung her ist. Und er sagt, du Luft Gott, unserem Herrn Jesus Christus sein Vater will sein Mitglieder, wie so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwirkt. So unsere Hoffnung, die wir in Gott, der ich im Glauben habe, die ist darin verankert, dass Jesus Christus abgestorben ist. Wie viele Menschen, die mit dem Lebensend kämpfen, haben auch mit diesem zu kämpfen, dass der Tod in das Leben retten wird. Nicht mal einzig allein der Tod hat das letzte Wort über uns Leben. Warum nicht? Weil es wieder die Hoffnung haben, dass Jesus Christus es auch nicht im Tod stärker geblieben. Jesus Christus ist vom Tod abgestorben und dort ist uns Leben verankert. Und dort räumt er uns immer wieder Tau, auch von dir. Und ich möchte ein Beispiel erwähnen, dass wir in Matthäus Kapitel 24 finden, was uns sehr klar wiesen wird, was ist Hoffnung und wer handelt, wenn die Hoffnung hat, und was ist, wenn die nicht Hoffnung hat. Dort ist einer, der gewisse Summe Geld und ein paar Männer verliert hat. Und du sind zwei von den Merkel Meier damit. Und du hast aber auch einer, der hat Schiss damit, was zu tun. Und folgendessen gruft er dort unja. Er passt ab nur dort, dass dort nichts passieren soll, wenn sein Haar wird weiterkommen. Die ersten zwei handeln hoffnungsvoll damit. Die haben die Hoffnung, dass sie was erobern wollen damit, dass sie was erwirtschaften wollen damit, dass sie ihren Herrn, ihre Frau, drei Bejene kennen, wenn die drei kommt, da aufregen. Der andere Opa, der hat nicht Hoffnung. Der hat Angst, dass ihm was aufkassiert worden wird, wo er nicht mit gehört hat. So, der handelt nicht in Hoffnung. Wie sollen wir das immer weiter in dieser Welt? Dort viele Möglichkeiten sind, ob die wie unsere Hoffnung Saaten kennen. Wir haben Möglichkeiten zu arbeiten. Wir haben Möglichkeiten, unsere Hoffnung, ob dort Saaten wird, wie uns erwirtschaften können. Doch wie seine, wer hast dich, ob ein Knopf trägt, all dem, was wir haben, kein Wert hat. Dann ist von einem Augenblick bei dem anderen wertlos. Der Hoffnung, was wir uns ab dort sagen, was wir sein können, das reicht uns nicht durch. Lieber Teuhira, was ist das mit deiner Hoffnung? Ab was sagst du deine Hoffnung? Ist deine Hoffnung, ab was gesagt wird, vergehen kann? Oder ist deine Hoffnung, ab was gesagt wird, für ewig bleiben wird? Wir haben Möglichkeiten und wir sind vergemäß in der Gefahr, dort wie uns in Blick ab dort rechte Wort an sie Menschen ihr sein nicht. Doch der Glaube ist Wort, was uns ab Wort hanrechte det, was wir nicht erklären können. Was wir bloß glauben können. Ich sage, sie immer waren dankbar, dass Jesus niemals sagte uns, dein Weite, deine Erkenntnis, dein Verständnis habe die Gerat. Er sagt immer, dein Glaube auf die Gerat. Wenn das von uns weit, wenn das von uns verstohlen, aufhängig wird, dann würden wir wohl nicht bei dir kommen. Weil wir tödlich nicht verstanden haben, unseren Vater im Himmel ganz zu begreifen. Wer hast dich, als dort, wo wir weit, ganz am Ende, und wir haben keinen Rot, und weit nicht, wer wir damit angehen sollen? Doch wenn wir unsere Hoffnung ab Arm saßen, dann ist der sicher verankert. Dann brauch wie nicht Angst habe, dass dort Asa herstellt. Ein Beispiel mal, als ich vor viele Jahre mit meiner Frühtöp in einer Siedlung in Ostparaguay wohnt, dann sagt ein Bümeister mir einmal ein Zumariens, hey, hier mir alle Zumariens tätig bei dieser Rüdform am Maturat. Ich führe meine Früh nur den Gast, damit er einen Bus nehmen kann, in der Orbit fahren. Aber dass wir dies dann, dass wir dann ziemlich gefährlich, weil du wäre mal junges Apogast, der mit Drogen zu tun hatte,
in der einem dann ein Gewehr verhält und dann auch will was aufkassieren. Dann sagte er zu mir, ich soll wenigstens immer einen Revolver mitnehmen. Ich sagte ihm, ich glaube, von dem Tag an, wo ich ein Gewehr bei mir habe, wo ich anfange zu flottern. Weil ich meine Hoffnung auf mein Gewehr satte. Und dann ist die Ärzte hier vor für mich, dass ich nicht dort handschrie, wo mit der rechten Zeit zu verteidigen. Ich sagte, aber ich habe einen Aufschnitt in der Bibel gelesen, der sagt, der mich ab mir abpasst, der schlappt niemals. Und der ist immer durch. So, ich glaube, ich habe besser, ich lade meine Hoffnung ab dem und nicht ab ein Gewehr mit der Verteidigung. Weil es Rade kann man Gott mich. Und der ist der Einzige, der sein merkt man, wie unsere Hoffnung ab dem Saat. Wir haben uns viel abgebüht. Und viel ist für unsere Sicherheit, was wir uns abgebüht haben. Wir haben Kooperative abgebüht. Wir haben Zivile abgebüht. Wir haben große Finanzfonds abgebüht. Wir haben nach unserer Meinung eine Unermut, eine Gesellschaft abgebüht. Und der uns verkehrt dem Platz annehmen wollen, was Hoffnung ab Gott ist. Vielleicht stellen wir uns ab dort und fühlen uns sicher in dem, was wir abgebüht haben. Doch in Wirklichkeit hast du keine Sicherheit hier. Und Gott bittet uns eine Sicherheit, die wieder geht, aus dort, wo Menschen ihr sein können. Ich möchte die einladen, dass du dich mit dem Gedanken beschäftigst und dich fragst, ab was hast du deine Hoffnung gesagt? Wie sicher ist der Platz, ab dem deine Hoffnung steht? Wir wollen heute ein Lied singen, das von Hoffnung redet. Und ich will die einladen, mit zu singen. Und wenn wir das gesungen haben, dann möchte ich mit die Taub beten. Lebrei tot Taube, mut mich von dir hat, welch juch dich beißet, ich kann nicht nab. Engrat in Nötstret, ek min Himmel, en röpt in Num, en a daipe nach. Dan en not die Strat, din er alte Life chaim, chaim nach dem Schotten, dort wo ich es vor ich, dort enge Schreiben, Jesus Christ, mir einziger Hoch. Wer kann dort glauben, mit so viel Mitleid, man hat sich Senden schon die vor mir nehmen. Dort tritt für mich, ich hab Begebung, deine daheim nannt mir sein Schend. Wundervoll Radar, sie dient für Jesus Christus.
denn schon dein Morgen versprech jung vor dich, dein der Schöpfer kriegt Leben dreht. Von der Notstelle, die will erläuft schon, seht doch grob, habt schon ein Hell und Weg. Dann schon dem Morgen versprech jung vor dich, nein, der Jumper krieg Leben dreht. Von der Notstelle, der will erläuft schon, seht doch grob. Christus in Nummer. Bitte ich, dass du machst die Kontrolle in diesem Moment über jeder einen, der uns tötet, der dein Wort hielt, nehme. Über die Gedanken, die in an für sich gehen. Über die Wünsche, die sich im Hort aufspielen. Herr, du, der die Horte erforscht hat und für dem keine Sache im Geheimen blieben hat, musst du doch nun in diesem Moment überführen, dass deinen Heiligen Geist, die noch nicht kennen, von dem Sinn, vom Gerecht und von der Gerechtigkeit. Von der erst die Zeit. Nun erst der Moment, lieber Teuhira, wenn du da am Bildschirm bist, wo immer du dich befängst, dass Jesus Christus die Rade kann. Er ist der Einzige, der im Sturm ist, der fähig ist, der die Möglichkeit hat, der die Kraft hat, die von der Sinn Friedlichkeit. Dei as sie starve für deine Sünde. Dei haf um Kriegs betolt für deine Sünde. Und dei as aus dem Graufried gekommen, der ist vom Deut abgestohlen. Und wenn du nur ankämst, dann ist deine Hoffnung in Jesus Christus seine Auferstehung. Indem dass Jesus vom Deut abgestohlen ist. Und dei, der an am Leibe, der wurde abgestohlen mit Amtheib. Das ist der Moment für dich. Wenn du du bist, dann musst du doch dein Wort aufmerken und sage, Jesus, komm und reinig du mein Wort von meiner Sünde. Wo ich mich an die versündigt habe, bekann deine Sünde verarmen, lot die Friemerke von arm und lot die reinwaschen. Aber vielleicht bist du auch du und du sagst, du kennst Jesus all seit vielen Jahren, aber du bist mutlos und du fängst von keine Freude umharren. Musst doch aus deine Doreva. Denn trürig rumgehen, uns mit Langeweile aufzuschlappen, das ist nicht, was Gott freut. Musst du Buße deine Doreva und schenk die Luthi von Christus die Freude schenke. Die Freude, ja, wie uns bloß schenke, Luthi von ihm. Von dort, was heu am Tritt von uns gedohnt hat, dich ja, wie uns nicht verdeine, dich ja, wie uns nicht ohne irgendwo, Luthi Felle vom Heiligen Geist. Dass die Freude an Gott finden kannst, dass die Freude an Arm finden kannst, für Arm zu leben, musst du deine Hoffnung ab Arm richten. Von all dort, was die aufhöhlen will und die auflenken will. Jesus lehrt uns in seinem Wort, dass wir unsere Gedanken beherrschen können. Indem dass wir den in seinem Namen festnehmen und für Christus bringen, hei weiter was zu deinen. Wir müssen den bloß für Arm loslassen. Und ich bete, dass du jeder einem, der
der seine Entscheidung für die ihrens merkt, was so Leute muss im Glauben, in dieser Hoffnung ab die, immer da laufen fast je. Herr, ich bete, dass du ihnen sehen entscheiden musst, über die sich für die entschlüten, dass sie für andere können sehen, seinen Jesus Christus, seinen heiligen Namen. Amen.